Danke, Herr Präsident. Herr Minister, nach 20 Jahren Einsatz in Afghanistan verlassen nun die Truppen dieses Land. Und in diesen Jahren hatten wir viel Unterstützung von heimischer Bevölkerung, die sogenannten afghanischen Ortskräfte, als Kulturvermittler, als Dolmetscher und auch als Dienstleister. Gerade die Kulturvermittler und Dolmetscher haben an die Demokratie geglaubt, an die Freiheit ihres Landes, an die Zukunft ihres Landes. Und Sie haben uns unterstützt, auch unter Lebensgefahr, auch unter hohem Risiko und haben auch großes Vertrauen an uns. Nun ziehen wir aus Afghanistan ab. Das ist keine Überraschung, aber die Geschwindigkeit ist dann doch eine Überraschung. Meine Frage an Sie ist, letzte Woche wurde entschieden, dass die Kulturvermittler, die zwei Jahre länger, also die in den letzten zwei Jahren oder darüber hinaus die Bundeswehr unterstützt haben, nicht die Möglichkeit haben, nach Deutschland auszuweichen, um der Rache der Taliban zu entgehen. Vielleicht können Sie uns erklären, warum nach zwei Jahren die Gefahr geringer ist, als die, die jetzt unmittelbar davor sind, nach Deutschland kommen zu können. Frau Schleck-Zimmermann, Frau Abgeordnete, ich will zunächst einmal sagen, dass wir uns der Bedeutung der Entscheidungen, die wir dort treffen, bewusst sind, sowohl das Verteidigungsministerium, das Auswärtige Amt, aber auch das Innenministerium und auch das BMZ, das ja für viele Mittler verantwortlich ist, sind dazu in einem sehr intensiven Dialog. Wir haben auch heute Morgen noch einmal darüber gesprochen. Wir gehen davon aus, dass der Personenkreis, um den es bisher geht, sich auf etwa 2000 Menschen beläuft. Wir sind dabei auch bereit gewesen, auch weiter in die Vergangenheit zurückzugehen, teilweise bis in das Jahr 2013. Wir haben innerhalb des Auswärtigen Amtes das Visaverfahren so gestaltet, dass davon auszugehen ist, dass bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Bundeswehr und andere Streitkräfte Afghanistan verlassen haben, alle Anträge abgewickelt sind, das heißt bis zum 4. Juli. Wir sprechen zurzeit noch einmal darüber, ob es die Möglichkeit gibt, im Übrigen auch innerhalb dieses Zeitraumes Menschen darüber hinaus die Möglichkeit zu geben, zu uns zu kommen. Das müssen wir jetzt sehr zügig tun, weil der 4. Juli unaufhaltsam näher kommt. Das ist noch nicht komplett entschieden. Ich würde nicht ausschließen, dass es noch einige Personen zusätzlich geben wird, die Möglichkeit bekommen, eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland zu erzielen. Sie, Frau Präsidentin, Sie haben das Wort zur Nachfrage. Vielen Dank, Herr Minister. Ja, die Nachfrage geht dahingehend, dass es da ja wirklich um Lebensgefahr geht, dass diese Menschen Gefahr laufen, von den Taliban ermordet zu werden. Inwieweit die Bundesregierung bereit ist, finanziell zu unterstützen, dass eben sehr schnell auch nach Deutschland ausgereist werden kann. Gibt es da eine Regelung dahingehend, dass man gegebenenfalls in Vorleistung tritt? Haben Sie sich damit beschäftigt? Und noch eine weitere Frage. Es ist ja jetzt eine Frage, auch wo alle zu uns schauen, denn wir werden ja, sind in anderen Krisengebieten. Wir werden immer wieder Unterstützung der dortigen Menschen brauchen. Und was das für uns bedeutet, wenn die Bundeswehr eben diese Hilfe braucht, aber am Ende das Image entstehen könnte, ja, die Bundeswehr braucht, aber wenn es zum Schwure kommt, dann sind die Deutschen weg. Eben, deshalb haben wir ein eigenes, und zwar ein vitales Interesse daran, auch für zukünftige Einsätze mit den Menschen, die für uns gearbeitet haben, verantwortungsvoll umzugehen. Es wird auch nicht am Geld scheitern, die Menschen rechtzeitig aus Afghanistan rauszubekommen. Ich will nur mal ein Beispiel nennen. Es ist auch darüber gesprochen worden, Sonderflüge zu organisieren. Allerdings hat man davon Abstand genommen, weil es ganz einfach auch ein schwieriges Bild gäbe, auch in Afghanistan, dass Menschen in Afghanistan jetzt mal unabhängig von der Begründung, die nachvollziehbar ist, sozusagen flugzeugweise das Land verlassen, auf der Flucht sind. Und deshalb hat uns die afghanische Regierung auch immer sehr, sehr deutlich gesagt, dass sie das unterstützt, aber dass wir bitte darauf achten sollen, dass kein Bild entsteht, das darauf hinausläuft, dass jetzt die große Flucht aus Afghanistan, aus Kabul beginnt. Auch viele Mittlerorganisationen
haben, die weiter dort vor Ort sind, die wir auch vor Ort brauchen werden, haben uns darum gebeten, mit dem Thema so umzugehen, dass es in Afghanistan nicht eine Diskussion gibt und einen Run darauf, dass möglichst alle jetzt das Land verlassen können, insbesondere die Kräfte, die dort auch gebraucht werden in den Mittlerorganisationen. Und deshalb haben wir uns ja darauf beschränkt, dass diejenigen, die unmittelbar für die Bundeswehr gearbeitet haben, von den Angeboten, die wir machen, auch Gebrauch machen können. Ich will nur sagen, auch wenn das aus hiesiger Sicht vielleicht schwieriger ist, nachzuvollziehen, die Bilder, die in Afghanistan entstehen, dass immer mehr Menschen das Land verlassen, ist etwas, was auch zu einer Vertrauenskrise in diesem Land führen kann. Und deshalb versuchen wir den Menschen, die wirklich eine Gefährdung haben, die nachgeprüft ist, die bewiesen ist, die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen, auch schnellstmöglich zu gewährleisten. Eine weitere Nachfrage stellt Dr. Christoph Hoffmann. Ja, Herr Maas, ich will zur ursprünglichen Frage zurückkehren. Wir haben gehört, wie die Soldaten bzw. die Hilfskräfte unserer deutschen Soldaten behandelt werden. Aber im Grunde gilt es ja im Grunde für die Entwicklungskräfte auch. Wir haben ja dort Leute, die in Projekten arbeiten, die gerade der Dorn im Auge der Taliban sind. Zum Beispiel Frauenförderung und so weiter, die ja diametral, oder Demokratieförderung, die diametral Projekte betrieben haben, die jetzt auf nicht Wohlgefallen der Taliban fahren würden. Halten Sie es für richtig, dass es nur eine privilegierte Ausreisemöglichkeit geschaffen wird für Kräfte, die den Verteidigungskräften geholfen haben, oder eben auch, muss es sowas eigentlich auch für die Entwicklungshelfer geben? Ich will mal sagen, all diese Fragen haben ja die Grundlage, dass in wenigen Wochen die Taliban in Afghanistan das Zepter in der Hand haben. Das ist nicht die Grundlage meiner Annahmen. Wir gehen aber davon aus, und insofern ist das sicherlich richtig, dass die Kampfhandlungen erst einmal zunehmen werden. Aber gleichzeitig gibt es einen Friedensprozess zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung, der ja nicht ausgesetzt worden ist und den ich auch nicht für unerreichbar halte. Und wenn Sie, so sehr ich das unterstütze, alle, die für die Bundeswehr gearbeitet haben, die einer unmittelbaren Gefährdungslage unterliegen, jetzt das Angebot bekommen, nach Deutschland zu kommen, das auszuweiten auf die Entwicklungshilfeorganisation bedeutet, dann reden wir nicht mehr über 2000 Menschen, dann reden wir über 20.000 Menschen. Das sieht aus wie ein Massenexodus aus Afghanistan. Was gibt das für ein Bild in der afghanischen Bevölkerung? Wie sollen wir die über 400 Millionen Euro an ziviler Hilfe, die wir jedes Jahr für Afghanistan zur Verfügung stellen, überhaupt noch dorthin bekommen, wenn die Organisationen dort über kein Personal mehr verfügen? Also wir reden darüber, wirklich jeden, bei dem die Gefährdungslage offensichtlich ist und anerkannt wird, ein Angebot zu machen, nach Deutschland zu kommen. Ich kann auch verstehen, dass es emotional total nachvollziehbar ist, das so weit auszuweiten, wie es nur geht. Aber bitte denken Sie auch an die Bilder, die in Afghanistan entstehen und die Vertrauenskrise in einem ohnehin geschüttelten Land, wenn immer mehr Menschen das Land verlassen. Und deshalb bin ich dafür, das Angebot, das wir gemacht haben, in dem Rahmen zu beschränken, zunächst einmal auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere der Bundeswehr, es auszuweiten auf alle Organisationen, auf alle zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, ob immer unmittelbar eine Gefahrenlage vorliegt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass, wenn die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen haben, dass sie sehr wohl ein Interesse daran haben, dass zivilgesellschaftliche Organisationen weiter funktionieren, die das internationale Geld verteilen. Also entschuldigen Sie, ich will nur darauf hinweisen, dass es auch eine andere Sichtweise gibt, die Konsequenzen in Afghanistan hat, die ich nicht für positiv halte. Musik